Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Tech News und danke, dass ihr offensichtlich den Kanal immer weiterempfehlt. Da sehe ich auch an den Aufrufzahlen bei den Videos und an den Abonnentenzahlen. Schön, dass es bei euch so gut ankommt. Aber ich würde sagen, machen wir nicht lange rum. Danke an alle Kanalmitglieder und jetzt legen wir los mit der News. Starten wir erstmal mit der Aorus Gen 5 12.000 SSD von Gigabyte und wie der Name schon sagt, schafft die tatsächlich 12 Gigabyte die Sekunde und bringt noch einen riesen Kühler mit. Und damit wird der Markt der PCI Express 5 SSDs immer enger. PCI Express 6 steht ja schon in den Startlöchern und ich bin wirklich gespannt, wie man das noch in den Griff bekommen will. Denn wie gesagt, die Gigabyte SSD bringt einen riesen Kühler mit sich, der auch zu dem wenigsten Mainboards Design passt. Sollte, das ist schon eine spannende Sache. Würdet ihr euch sowas verkaufen oder würdet ihr sagen, nee, da hole ich mir denn lieber einen kleinen Lüftermod oder ähnliches oder wartet ihr einfach, denn PCI Express 4, sage ich mal, sollte für euch keinen großen Unterschied machen, bringt natürlich nur 7 GB, aber für die meisten reicht es wahrscheinlich, schreibt es mal unten in die Kommentare. Wie so oft ist auch in der Hardware-Welt nichts davor sicher, geleakt zu werden. Unter anderem zum Beispiel das AMD Radeon RX 7900 XTX Bundle mit einem Ryzen 7 7800X 3D im speziellen Design wurde nun auf eBay geleakt. Und ja, das... Oh Mann. Und ja, das Paket geht natürlich mal wieder durch die Decke, aber ich frage mich immer, wie ist das möglich? Also wer kommt daran? Ist das durch eine Messe gegangen oder ähnliches? Ich bin auch immer wieder gespannt darüber, wie man das so einfach raushauen kann. Momentan liegt das Angebot auch auf 2.800 Dollar und ist noch nicht gesperrt. Dass wir gute Grafikkarten von Nvidia und AMD bekommen, ist ja mittlerweile bekannt. Und Intel hat jetzt seinen ersten Start hingelegt und jetzt scheint der Stein langsam ins Rollen zu kommen. Nachdem man ja Intel Arc Grafikkarten schon angekündigt hat, kommt jetzt die neue Generation damit, der Battlemage GPU. Und offensichtlich ist die schon in den Testzentren von Intel angekommen. Das berichtet zumindest Andreas Schilling von Hardwarelux, denn der durfte einer der wenigen Journalisten sein, die bei einer Tour von Intel dabei sein durften. Da wurden viele Sachen präsentiert, auch Server-CPUs, neue CPUs und so weiter und so fort. Aber das Spannendste ist natürlich die nächste Grafikkartengeneration von Intel. Nachdem man ja 31% mehr Performance alleine durch Treiber rausholen konnte, bin ich nun gespannt, was man macht, wenn man die Hardware-Architektur optimieren kann. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Nvidia ist nicht müde zu betonen, dass man vor allem in KI sehr viel reinstopfen wird. Und das macht man jetzt auch zusammen mit der Google Cloud. Nachdem ja Google, sage ich mal, das Gaming-Vorhaben mit Stadia komplett aufgegeben hat, steckt man nun die Kompetenzen und die Ressourcen in andere Sachen. Und ich glaube, als Unternehmen kann man es auch nicht besser machen. Google will nämlich mit der Cloud jetzt AI befeuern und hat da einen Vertrag mit Nvidia abgeschlossen. Und damit ist Nvidia mal wieder vor einem riesen Joint Venture. Auch wenn man sagen muss, Google hätte theoretisch noch wesentlich länger durchhalten können mit den Kapazitäten, die man hat, mit den einzelnen Services. Aber tatsächlich hat man das abgesägt und ich bin gespannt, wie das in Zukunft weitergehen wird. Man wird die Nvidia H100 GPU einkaufen, also das heißt den absoluten Renner momentan, den man bei Nvidia einkaufen kann und wo Nvidia momentan auch seinen Hauptumsatz macht. Außerdem bekommt man auch schon als erster Zugriff auf den GH200 Chip, der nochmal wesentlich mehr Leistung bringen soll. Also man ist da jetzt auf jeden Fall vorne mit dabei. Mal sehen, was Google damit machen wird, denn die haben ja ziemlich Panik gekriegt, als Microsoft die Zusammenarbeit mit ChatGPT bzw. OpenAI bekannt gegeben hat. Und es gibt mal wieder eine neue 4090 zu melden und dieses Mal wieder eine ganz spezielle von Maxun, denn die arbeitet mit insgesamt 5 Lüftern, 3 an der Front und auch noch 2, die, ja, sage ich mal, an der schmalen Seite angegeben sind und dadurch soll die Grafikkarte nochmal wesentlich kühler sein. Die ersten Tests von den anderen Modellen haben allerdings ergeben, viel gebracht hat das bisher nicht. Trotzdem ist es mal ein interessantes Konzept und wenn man das mal richtig umsetzt, ich glaube, dann könnte das schon spannend werden. Aber vielleicht hat man ja schon einige Verbesserungen einfließen lassen, die hier schon einiges bringen. Wir dürfen also gespannt bleiben. Tja, von den großen Themen haben wir momentan nicht viel, aber es gibt natürlich noch 2 kleine Themen im Ticker. Unter anderem gibt es jetzt eine Ankündigung zur neuen Apple Show. Die wird am 12. September um 19 Uhr stattfinden. Erwartet werden die neuesten iPhones natürlich
Und das Interessante am iPhone 15 ist, dass der Bildschirmrand nochmal wesentlich kleiner wird, also beim 15 Pro wohlgemerkt. Wir bekommen einen USB-C-Anschluss, der angeblich auch Thunderbolt können soll mit 40 Gigabit die Sekunde. Und auch die normalen iPhones, also die normalen iPhone 15, bekommen wohl endlich auch die Dynamic Island. Das heißt, die Notch ist dann endgültig Vergangenheit. Vielleicht hat er demnächst auch wieder in den MacBooks. Man weiß es nicht so genau. Zudem soll natürlich mehr Rechenleistung im Raum stehen und auch neue Apple Watches könnten auf dem Event angekündigt werden. Für MacBooks und iPads sind ja immer andere Events zuständig. Wir werden also sehen, was uns Apple alles kredenzen wird und vor allem zu welchen Preisen. Denn angeblich soll es neben dem iPhone 15 Pro nicht mehr das Pro Max geben, sondern nur noch das Ultra. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man alleine wegen der Namensgebung da wieder ein paar Euro draufschlagen wird. Aber wenn man bedenkt, dass die Dinger hier schon ab 1300 Euro losgehen, dann wird mir ein bisschen schlecht bei den nächsten iPhones und ich muss mir ernsthaft überlegen, ob es nochmal ein iPhone werden wird. Oder ob es nochmal ein Pro-iPhone werden wird, weil mit der Software bin ich zufrieden. Aber brauche ich ein Pro-iPhone eigentlich nur wegen der Kamera? Und ich gehe mal davon aus, dass die iPhone 15 dann mindestens auf das 14 Pro-Niveau gehievt werden. Wir werden es sehen. Und dann gibt es noch eine interessante neue Entwicklung im Gaming-Bereich, zumindest wenn es um Hardware geht. Denn Ampere One ist ein Computer, der mit einem 192-Kern ARM-Prozessor läuft und der kann jetzt auch offiziell Gaming. Normalerweise ist das kein Computer, der darauf ausgelegt ist, aber durch Steam und die Proton-Schnittstelle kann man jetzt wohl auch viele Games ausführen. Und das wäre natürlich eine richtig geile Sache, weil Steam einfach viel Arbeit darin investiert, abseits von x86 möglichst viele Spiele zum Laufen zu kriegen. Und das hat wohl auch ganz gut geklappt. Und ganz ehrlich, ich finde gut, dass Apple und Steam da jetzt so viel Arbeit reinlegen, denn Konkurrenz ist immer gut. Und wenn wir eins festgestellt haben bei Windows, ist, dass Microsoft verdammt langsam geworden ist und träge in Sachen Updates und Verbesserungen und Sachen, die wir einfach brauchen für Microsoft Windows. Und man merkt einfach, dass es nicht mehr das Hauptgeschäft ist, weil das ist jetzt die Azure Cloud. Und wenn Konkurrenz wieder aufkommt, könnte es durchaus sein, dass sich Microsoft die Mühe macht. Und eine Bitte an eure Mühe habe ich noch, die ihr euch bitte macht. Drückt bitte einmal den Daumen nach oben und lasst ein Abo da, würde mich sehr freuen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten News am Freitag wieder. Ich wünsche einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao.